Willkommen zurück zu Never the Nights und das Musik, die Musik ist so laut und so episch und so heftig. Boah, was haben wir verkauft und geändert und bliblablo, auf jeden Fall haben wir unser RK-Problem gelöst und halt effektiv gemacht. Und ich glaube, ich laufe gerade falsch. Ja, ich muss da hin. Nee. Da muss ich hin. Gott, die Ansicht hier ist ja schwierig. Ich kann natürlich auch noch zur Umgebung. Warte mal, wir können erstmal zum Tempel. Siehst doch, wir haben ein Artefakt. Vielleicht können wir damit die Quest beenden. Ich hoffe, es geht euch gut. Bringt ihr Neuigkeiten? Habt ihr bei euren Anstrengungen, die Valcharis und ihre Anhänger zu schwächen, Fortschritte gemacht? Ja, ich besitze ein Artefakt, das man die gebrochenen Spiegel nennt. Ich muss euch warnen, Lord. Ich kenne diesen Spiegel. Es ist ein sehr mächtiges, aber auch sehr gefährlicher Gegenstand. Was habt ihr damit vor? Ich will ihn behalten. Was habt ihr dann gedacht? Er ist euer rechtmäßiges Eigentum. Außerdem habt ihr verhindert, dass er der Valcharis in die Hände fällt. Sie ist auch schon mächtig genug. Ich hoffe nur, dass ihr den Spiegel zu seinem guten Zweck einsetzt. Und ich habe eine Art... Und ich habe einige Golems erzeugen können. Die Golems sind mächtige Kreaturen. Ich danke euch, Lord. Sie werden uns in der kommenden Schlacht eine große Hilfe sein. Okay. Behalten weiter. Und nichts. Ja. Die Seherin nickt bedächtig. Ihr habt schon viel zu für unsere Sache getan, Lord. Habt Dank dafür. Nö. Tschüss. So, dann jetzt hier vorbei. So, jetzt sind die nämlich aus der Liste weg. Willkommen. Nee, da wollte ich... Oh. Da wollte ich gar nicht hin. Willkommen. Ich wollte wieder zurück. Wir müssen nämlich jetzt gucken. Ich glaube, ich muss erstmal raus. Der Pferch. Ich gucke mir mal den Pferch an. Vielleicht gibt es da irgendwas zu suchen. Weiter? Braucht ihr irgendwas? Eigentlich bin ich mit der Ausbildung meiner Truppen beschäftigt. Laut. Will ich gerne ein paar Minuten machen. Nee, gerne. Das ist mir zu heftig. Zu laut hier. Irgendwie nix. Nö. Dürfen wohl die Kühe der Unterwelt sein. Okay. Dann gehen wir mal raus, ne? Ein weiser Mann weiß, dass es mindestens ebenso wichtig ist, wann man einen Zauber wirkt und nicht nur welchen Zauber man wirkt. Die Vorbereitung ist oft der Schlüssel zum Sieg. Oh, das stimmt allerdings. Wir haben so viele Zauber, das wird schon reichen. Ja, das ist offenbar die äußere Tor. Hier wird also eine Schlacht stattfinden, wahrscheinlich.
Was wollt ihr? Der Wächter salutiert, als ihr näher tretet. Ihr seid doch Lord Trillios, Feldwebel Ursur zu den Diensten. Ich bin für die Organisation der Verteidigung hier bei dem Toren verantwortlich. Wie ihr sehen könnt, behalten wir die Tore gut im Auge. Ich wünschte nur, wir könnten ein paar Truppen mehr erübrigen. Wir möchten ja nicht, dass uns eine unliebsame Überraschung erwischt. Könnt ihr die Tore für mich öffnen? Der Weltfeldwebel nickt. Normalerweise gebe ich jeden eine Warnung mit auf dem Weg, der nach draußen gehen will. Doch wenn ihr dem gerecht werdet, was die Seherin behauptet, dann könnt ihr vermutlich mit allem fertig werden. Seid vorsichtig hier draußen. Dort draußen beginnt das wahre Unterreich. In den Höhlen dort wimmelt es von Betrachtern und Illithiden und von den wahren Armeen der Untoten. Ich kann auf mir aufpassen. Öffnet das Tor. Ich erteile gleich den Befehl, dass man euch die Tore öffnet. Dann könnt ihr kommen und gehen, wie ihr beliebt. Seid aber bitte vorsichtig dort draußen. Aber immer doch. So. Und wir sind im Unterreich. In der Dunkelheit lauern hier oft unsichtbare Gefahren. Behalte die Schatten gut im Auge. Naja, passt schon. Deken. Warum können Deken nie eure Schritte hören, wenn ihr geht? Es ist eine Fertigkeit, die mir in Fleisch und Blut übergegangen ist. In meiner Zeit als Rote Schwester waren Geräusche beim Gehen ein Todesurteil. Ihr müsst lernen, so leise zu sein? Allerdings. Wenn nicht, hätte mein Lehrer mich umgebracht. Er töten euch, wenn ihr nicht richtig lernt? Nein, denn es war eine sie. Hä? Und wenn sie ein Geräusch in ihrer Umgebung hörte, dann warf sie mit vergifteten Pfeilen danach und sie verfehlte nie ihr Ziel. Deshalb war es so wichtig, sich leise fortzubewegen. Ihr hättet ja auch schneller gehen können. Nathira grinst. Ja, man hätte auch einfach schneller gehen können. Aber sie auch. Ihr müsst viel bezahlen, um zur Schule zu gehen? Es war keine Schule. Die Rote Schwestern sind ein Assassinenorden, bei dem ich lange geübt habe. Und seien viele eurer Freundinnen zu den Roten Schwestern gegangen, so wie ihr? Ihr meint von meiner Klasse? Nein. Nach der Ausbildung wird nur die letzte Überlebende einer Klasse zu einer Roten Schwester. Die Art der Erziehung sei wirklich nicht das ganz wie das Gelbe vom Ei. Aber sie ist gründlich. Danke, dass ihr mich unterbrochen habt im Lauf. Hier lohnt es sich auch gleich zu buffen. Und jetzt erst recht, weil da nämlich gerade ein Typ, also ein Kundschafter, weggelaufen ist. Man muss wahrscheinlich sich vor diesen schönen geilen Helm erschrocken haben. Gut, dann wirken wir mal unser Zauber. Alles, was wir brauchen. Kann ich einfach so. Jetzt muss ich so lange warten. Athira geht schon mal in den Untergang. Tot. Danke, Deken. Irgendwelche Erdlöcher. Die Valcharess hat viele Verbündete. Doch wenn sie Schwäche zeigt, werden sie sich gegen sie wenden. So ist es Brauch im Unterreich. Alter, soll sie mal Schwäche zeigen. Rums, 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 rums. Oh. Ich werde meine
mein Haus mit euren Überresten dekorieren. Erdkolosse sind unterirdische lebende Monster, die an eine Mischung aus einem Menschenaffen und einem Käfer erinnern. Wo immer diese Monster hingehen, lassen sie eine Spur der Zerstörung hinter sich. Zauber ich jetzt nicht. Oder hat sich Hass gegeben. Wiegt sie auf einmal so schnell. Ab hierhin. Braucht man nicht erklären, ne? Tot. Einfach überrannt. Paladin-Helm? Und Stiefel. Alter, die Stiefel sind ja immer noch nicht. Okay. Regenbogen-Drachenstiefel. Charisma minus 2. Dafür Immunität gegen Furcht. Niederwerfen. Supi. Malus auf. Überreden minus 10. Dafür aber Geschicklichkeit plus 4 und Resistenz Ormas. Naja, ich glaube, die sind hübsch zum Verkaufen, aber Malus auf Überreden bzw. auf Charisma kann keiner hier gebrauchen. Nicht mal Deacon. Ja, können wir nur abhängen an. Ihr werdet mich ganz besonders freuen. Wir machen viele Hinterhalte, habe ich das Gefühl. Ah, hier kann man runter. Quietsch. Drinne. Ich hab gerade überlegt, ob ich zauber, aber. Die können das Gegner verschwinden. Schön. Was haben wir denn hier? Kleine Höhle hier. Eine Leiche. Neschers Schutzumhang. Ablenkungsmodifikator. Also das Übliche halt. Ich glaube, ich gar keinen angeben, weil alle haben in irgendeiner Form Ablenkung. Was habe ich? Charisma-Umhang, naja. Einen guten sogar noch. Ist auch wichtig. Besser Charisma als alles andere. So, wie komme ich jetzt hier da? Sieht zumindest richtig aus. Warte mal, da ist auch noch ein Eingang. Eingang, ja. Ah, und dann bin ich hier unten. Gut. So können wir zu den Nordtunneln. Dann schauen wir uns den Norden an, ne? Im Unterreich ist man entweder Jäger oder Gejagter. Oft wird man zu Letzterem, wenn man überhaupt nicht damit gerechnet hat. Hm? Die Gegner zum Beispiel. Die werden immer Letzterer.